Für meine eigenen. Schnauze. Mir doch wurscht. Sowas ist nicht zu entschuldigen. Ja. Nein. 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 Schnauze. Nein. 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 Habt ihr es jetzt mal? Nein. Was denn? Er hat mich um meine Frage gebeten, oder? Meine Frage gebeten? Meine Frage, ja. Ah, um deine Frage gebeten. Bitte um eine Frage. Was, du bist hässlich und bist stolz? Okay. Nee. Warum steht hier noch ein Skelett rum? Es ist Tag. Solltest du nicht tot sein? Meine Güte. Skelette sterben doch nicht, oder? Doch. Hat jemand von euch eine Ahnung, was Palme auf Englisch heißt? Palm. Palm, ne? Ja. Ich hab's eben gegoogelt, der Trottel. Das wird wohl Palm heißen. Hab ich doch gerade. Palm. Halt ohne E, wie in Deutsch, ohne E. Ja, hab ich doch gerade gesagt, Palm. Oder Palm, oder wie auch immer man das ausspricht in diesem komischen Englisch. Ja, und jetzt gib mir mal einen Baum, der so auf normale Baumgröße ist. Das will ich sehen. Und wie der dann gut aussieht. Also wie eine Palme halt. Wie eine Palme. Ja, es ist halt schwer, jemanden zu finden, der in seinem Projekt eine Palme gebaut hat. Weil die meisten Fantasy-Geschichten oder sowas, wo eine Palme meistens nicht reinpasst. Ja, merkst du was. Selbst die das liegt aber nicht daran, dass sie keine Palmen bauen können, sondern einfach, dass sie nicht zu ihrem Projekt passt. 100% dran. Und nur daran. Du bist ein ignoranter Idiot. Natürlich. Ich hatte Hoffnung. Nee. Falsche Hoffnung. Brauchst du mir nicht mehr haben. Wieder so ruhig. Ja, ja. Habt ihr heute nichts zu erzählen oder was? Nee. Könnt ihr mal nicht euer ganzes Herz ausschütten? Mach du ich doch. Ich könnte mal Sachen erzählen, aber das wäre jetzt blöde. Ich mag das nicht, wenn du so auf YouTube rumlungert. Meine Geschichten und so. Nein, wir wollen nichts von deinem Pädophilen. Nein, bei dir, das ist unwichtig. Was haltet ihr denn vom Regen? Ah, vom Regen, ja, nee, der ist schön. Unschön. Aga, deine Antwort war schon wieder scheiße, weißt du das? Weißt du, man kann sich über ein so was von uninteressantes Thema, wo man eigentlich nur eine standard unbewertbare Antwort geben kann, unterhalten und trotzdem schaffst du es, eine Scheißantwort zu geben. Nein. Nein. Das ist einfach nur... Das sollte verboten werden. Ja. So ein Talent zu haben. Kein Talent zu haben, er hat ja keins. Das ist genau das Gegenteil von Talent. Doch immer das genaue Gegenteil von Talent ist. Wahrscheinlich. Weißt du, als keine Ahnung welcher Gott irgendwelche Wesen erschaffen hat, warst du definitiv nicht bei denen, die Talent gekriegt haben. Das kann man so sagen. Dass ihr überhaupt an Götter glaubt. Heimlich! Endlich hielt mal was auf euch. Nein, da habe ich nie. Ja, noch eins.
Sonst brauche ich mir mal eine größere Palme, Mark. Solange du dir keinen von der Palme redest. Was? Ich meine nur gerade, solange du jetzt nicht anfängst, einen von der Palme zu wedeln, ist alles in Ordnung. Hab ich nicht vor, ne. Zum Glück. Ich werd schon wieder so komisch angeguckt. Merkt ihr eigentlich was? Wenn du auch so komische Dinge äußerst. Na eben. Nur einmal, Marc. Nur einmal. So schlimm mit dir. Na echt mal. Was denn? Ja. Ist doch wahr. Schon. Weißt du, du redest die ganze Zeit vom Palmenbauen und dann kommt man halt auf ja, solche Sprüche. Das ist ja wohl nicht mein Problem. Genau. Wir anderen können dafür überhaupt nichts. Sepp, du gehörst zu den Leuten, die mich so verdorben gemacht haben. Was? Ich? Doch. Bist du einfach zu doof, um sowas zu bemerken. Diese Gesprächsthemen heute wieder. Das kann niemand abstreiten. Blöd. Weil wer würde schon abstreiten, dass Aga blöd ist? Hm. Stimmt schon. Das wird wahrscheinlich nicht mal seine Mutter abstreiten. Oh. Ich dachte schon, was sagt ihr jetzt, was ja, ich mit meiner Mutter alles mache. Also das wäre jetzt aber echt ein bisschen primitiv. Also es wäre nur primitiv, alles andere ist ja wurscht. Ja. Oh, das Beste Leute. Ist eigentlich, wenn wenn Jonas aus meiner Klasse irgendwelche wieder von irgendwem beleidigt wird, er aus Reflex immer kommt er mit so Sprüchen so nach deine Mutter und so weiter, weißt du? So reflexartig. Und wenn das gegenüber Camper, einen anderen aus meiner Klasse, halt sagt, der immer so, ja, ist so, und? Kann doch die größte Beleidigung sein, die stört's einfach nicht. Die beiden wirst du dann wahrscheinlich auch kennenlernen. Oh Gott, nein. Die sind wahrscheinlich auch auf meinem Geburtstag. Oh Gott, nein! Nee, ist okay. Die sind eigentlich ganz in Ordnung. Schade nicht. Sonst würde ich sie auch nicht einladen, wenn sie nicht ganz in Ordnung sind. Ja, weil Aga zum Beispiel würde ich nicht mehr einladen. Nee, das wäre klar, verstehe ich. Warum, was heißt eigentlich nicht mehr? Hast du ihn schon mal eingeladen? Er war doch auch schon bei Geschichten euch. Gehabt hat, hä? Er war auch schon bei euch, falls ich dich mal daran erinnern darf. Nee, war er nicht. Doch. Er war beim Sepp, nicht bei mir. Vor allem dann noch von Felix. Gut, das kann ich ja nicht mehr abstreiten, das stimmt sogar. Aber dann noch von Felix dieser Einwand, er war beim Sepp, nicht bei mir. Haben wir was? Ah! Nein! Aga, du musst hier nochmal vorbeikommen mit Strand und so. Den musst du mal nachbessern. Mit Strand? Ja, ist was kaputt gegangen, das musst du mal ausbessern. Das war aber schon so. Nein, ich hab keine Zeit dafür. Ich muss. Aga, du musst mal mit Strand vorbeikommen. Nein, ich hab gesagt, Aga, Strand mach mal so. Strand. Die Aussage schon alleine. Ey, yo, lass mal Strand gehen und so. Bitch. Weil du bei mir hat's aber auch gerade gehakt. Marc, ich brauche mal neues Essen. Ey, bei mir läuft's mal ruckelfrei und ohne. Und jetzt irgendwas. Bitte nochmal in einer vernünftigen Frage. Kann ich mir mal bitte was zu essen holen? Aber natürlich, lieber Sepp. Toll. Bring mir was mit, Sepp. Nee, das ist. Ein bisschen Roastbeef. Ein Hühnchen. Vor allem, wie Aga kein Schwein zu. Natürlich nicht. Weil es niemand interessiert, was er sagt. Soll, da baut jemand eine Brücke. Nein, da baust du diese Brücke. Was soll denn sonst? Ach, Aga. Das wird mal das Fundament für mein neues Haus. Ist das für ein Haus? Ein Haus auf dem Wasser. Oh, Marc, ich komme nicht hoch. Bauen wir mal was hin, dass ich hochkomme. Nein, da soll man nicht hochkommen. Oh, Mann, ist das. Oh! Nein! Oh, ich bin beide da oben gelandet. Wie weit du geflogen bist vorhin. Ja, ich sagte, ich bin beide da oben gelandet. Hey, ich find's gerade lustig, wie das meine Diamantris überhaupt nicht geschadet hat. Würdest du jetzt mal bitte meinen Strand da wieder reinmachen? Danke. Ich hab nicht genug Erde, Alter. Ja, nur, dass das Wasser da halt nicht reinfließt, das reicht mir. Ja, da hab ich ja schon. Ja, da hab ich schon drum gekümmert. Hm. Schnauze. Schnauze! Mhm. Das ist mir das egal.
Klappe. Bestimmt nicht. Niemand würde das. Du streitest es gerade nicht ab, du sagst nur, du stehst nicht dazu. Das ist jetzt gerade sehr unheimlich, Sepp. Das interpretierst du nur so. Ach, hier ist das Haus. Hä? Was war denn das für ein Haus hier? Steh ich nicht. Was? Wo bist denn du jetzt schon wieder? Na, hier oben. Na, hier, siehst du mich doch. Hallo. Ah! Guck mal, ich hab dich jetzt sogar geschlagen. Hallo. Hier. Das wird nicht das Haus davon, das wird nur der Eingang. Das hier unten wird schon das Haus. Ich bin doch gerade noch dabei, das Fundament zu bauen. Das ist aber unförmig, das ist so eine schräge Wand, das passt überhaupt nicht. Ich bin doch gerade noch dabei, das Fundament zu bauen. Jetzt mach das doch mal richtig. Sepp, du kriegst gleich aufs Maul. Da legst du mal drauf an. Komm mal her. Ja, siehst du. Dann ist das Geschrei groß. Bei mir nicht. Nicht bei mir. Ich habe kein Problem damit geschlagen. Also. Och, ich glaube, ich kann Sofa auch noch mal ein bisschen bei ihrem Plänen unterstützen. Das wäre unfair. Das wird sie sowieso hören, weil sie regelmäßig unsere Videos schaut. Das ist ja ein kleines Problem, was ich habe. Wenn jedes Video sieht. Ah, fuck, jetzt habe ich hier so Dinge hingesetzt. Ah, fuck, jetzt habe ich nur so Dinge gesetzt. Machst du jetzt mal die Tür? Danke. So, Essen. Du hast ja gar nicht mehr. Ah, doch, nicht mal gebratene Kartoffeln? Oh, jetzt noch Ansprüche stellen. Ja, klar. Ich habe halt keine Kohle. Essen, also. Ja, hol dir mal welche. Hier, hab ich jetzt, dir, was ist komplett für Steine draufgegangen. Das habe ich immer hier, guck mal, ein Eisen, das ich mir da. Passt sogar. Hast du nämlich ein Stack gehabt. Und dann. Ja, guck mal, ich habe jetzt zwei Bögen, die schenke ich dir. So. Kannst nie meckern, dass ich dir nichts hinterlasse. Abgesehen davon, dass du jetzt keine Möhren mehr hast. Aber das ist erstmal was anderes. Ach, siehst du, aber wo ich muss das essen. Hm? Ah. Aga, wenn du sowas sagst in Bezug auf Sepp, dann werden das Felix und ich immer so interpretieren. Nein, weil beim Felix wird es einfach nicht ziehen. Ja, das ist halt der Running Gag, ne? Das ist halt... Der wird nie alt und so. Er hat zwar schon so ein Bart. So ein Bart. Eine Mähne. Wie lange haben wir das schon mal nicht gesagt? Deswegen wurde es mal wieder Zeit. Oh Mann, Alter, das Letter. Verpiss dich. Warum? Bei meinem Alpenhaus? Oh Leute, was weiß ich? Gerade Bankschaft aufhängt. Oh, doch nicht. Oh Gott. Nee, Sepp ist normal verständlich. Ach was. Jetzt kann ich wieder. Sepp rein. Kann einfach nicht spielen. Kann er finished. Hallo, stirb. Waren die nicht mal drei? Oh, ja, da ist er. Warum kann ich nicht überleben? Wenn ihr mich immer tötet, was kann ich dafür? Ja, du kannst es nicht verhindern. Ja, eben, außerdem kannst du dich verhindern. Und was hast du jetzt bei mir gesagt? Ja, weil es halt nichts gibt. Er kann nur kämpfen wie ein Mädchen, so. Wieso? Ich hab doch ganz normal gekämpft. Ne. Sepp kann kämpfen wie ein Mädchen. Ja, weil Sepp auch ein Mädchen ist. Ich hab nur mal die besten Waffen, also warum kann ich nicht richtig kämpfen? Ich bin der Einzige, der mich hier platt macht die ganze Zeit. Weil du immer verzaubern lässt und nicht selber verzaubern kannst. Ja, ich würde ja am liebsten selber verzaubern, aber dann werde ich ja auch hinterher getötet. Ja, siehst du. Aber wie oft hast du mich schon kurz vor Level 30 umgebracht? Ich dich. Einmal vielleicht. Nein, mindestens dreimal. Ja, das erfindest du jetzt gerade. Nein. Doch. Von den vielleicht 7 oder 8 Mal, die ich gestorben bin, hast du mich ja auch jedes Mal umgebracht. Als ob ich das alles gewesen wäre. Der Aga hat dich auch ganz oft umgebracht. Nein, der Aga hat mich genau einmal umgebracht. Nein, einmal zu viel. Na eben, sag ich ja immer wieder. Hey, du darfst nicht vergessen, dass du mich umgebracht hast, als ich mich nicht wehren konnte, ne? Ja, also schiebst du da drauf. Nein. 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 Ja. Nein, zu spät, Sepp, du hast auch Nein gesagt. Ist protokolliert. Das hast du dir eingebildet.
Nein. Hast du dir schon? Hab ich mir nicht. Hast du dir schon? Hab ich mir nicht. Oh doch. Oh nein. Oh doch. Ach, halt die Schnauze. Oh, Zeppelin! Ey, ich hab da nur einen Zeppelin gefunden. Oh Mann, scheiß Minecraft. Womit paart man Kühe nochmal? Getreide, ne? Mit Agas. Möhren. Nein, nicht mit Agas. Irgendwas, Felix. Achso! Schaf, Schäfer, ja, gut. Gut kombiniert, Watson. Sepp. Aber weil Sepp doch gleich so gesagt hat, nein, nicht mit Agas. Ja. Ach, es ging auch um Kühe, nicht um Schafe, Entschuldigung. die Tiere sind nur echt schwer auseinanderzuhalten. Die haben schon echt so viele Gemeinsamkeiten. Ja. Echt unglaublich. Machen beide Busch, ach, Buchstaben. Buchstaben mit Buchstaben. Buchstabensuppe. Die einen machen Mäh, die anderen machen Mu, ist doch fast. Das hast du gut erkannt. Mensch. Wow. Sollen wir mal für einen Nobelpreis nominieren, oder? Ja, auf jeden Fall. Hat er schon verdient. Mit seinen Theorien, die er aufstellt. Den haben höchstens wir für die Onologie verdient. Oh, nee, das nicht. Das wäre zu wertvoll. Unsere gute Onologie wird mir damit komplett verschandeln, Alter. Nein, meine Schaufel ist kaputt. Nein, ich habe keine neue. Schnauze. Ich hab ja, bevor wir Kapitel 5 geschrieben haben, hatte ich das ja schon mal so vorgelegt.